Hallihallo und Hallöchen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fan Creation von Scrap Mechanic. Ich habe einen Gast dazu eingeladen und ja, stell dich doch mal vor. Ja, hallo, der Chico von der Ideenschmiede. Supi, wir haben uns gedacht, wir gucken uns heute das Projekt an von Dr. Alles. Und ja, fahr mal los, denn ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Achso, das Fahrzeug haben wir uns eben gebaut, ja? Damit wir nicht laufen müssen, weil wir sind so hohe Gäste, ja? ja. Oh. Ach nein, wir haben es wieder verkackt. Obwohl, nee, warte. Nein, das soll nicht sein. Das schneiden wir aber nicht raus, weil das ist so cool. Und du hast vorhin noch gesagt, ey, willst du mir nicht zwei Räder geben, ne? Nee, ich hab's dir gesagt. Du hast es mir gesagt? Fahr einfach los. Es ist gar nichts passiert, Leute. Wir sind so pro. Das war auch irgendwo hier gleich hinter dem Berg, glaube ich. Ich glaube auch. Wenn wir zu oft einen Unfall bauen, schneide ich das zusammen. Da sieht man sie schon. So leicht. Oh, gib Gummi! Oh, jetzt fehlt die Musik, dieses dö. Das werde ich einblenden. Hätten wir den Wagen aber schön schwarz machen müssen. Stimmt. Wir hätten uns einen Bulli bauen müssen. Okay, das sieht ja wirklich danach aus. Oh, wir sind da. So. Das Ding federt aber auch. Gut, gut. Was ich da wieder für einen Scheiß gebaut habe. So, wir sind da. Was gucken wir uns als erstes an? Hast du eine Idee? Warte, ja. Ich muss erstmal kurz mein Inventar ein bisschen leer räumen. Das habe ich auch gerade gemacht. So. So langsam, ne? Werden wir richtig pro. Wir fangen mit dem kleinsten an hier, oder? Hat ja auch was ist das zu bieten hier, ne? Ja, wir fangen mal mit dem kleinsten hier an, oder? Den hier? Ja, ich weiß zwar nicht, was das sein soll. Aber das sind auch noch Prototypen, ne? Von Dr. Alles, hat er mir gesagt. Also von daher. Das sieht schon ulkig aus, ne? Drei Sensoren. Naja, immerhin ein Radio. Was macht die obere? Was macht der obere? Oh. Okay. Dr. Alle, schreib uns mal bitte in die Kommentare, was das ergeben soll. Ach, das ist aber kein Motor, ne? Nur die. Nee. Darum, ich weiß das noch nicht so ganz. Ganz merkwürdig. Ja, finde ich auch. Achso, das ist das Radio. Okay. Fällt auch nicht. Wir nehmen das andere Ding. Hier, guck mal. Besser ist. Wollen wir uns da noch einen Sitz drauf machen? Ach, ich laufe hinterher. Ich habe zwei gesunde Hobbitbeine. Okay. Ich gib mal Gummi. Woo! Lass den Thema hinterherlaufen. Alter, ja, das ist aber geil. Boah, geil, wenn ich umkippe, guck mal, kann ich mich einmal wieder rückwärts. Mega. Aber das macht Spaß. Ja, ich fahr gleich gegen den Felsen. Achso, du bist natürlich in Aufnahme, Pro, weil ich sehe gerade. Ja, kein Autofahrer, du, deswegen brauche ich ja noch Flugzeuge. Ich bin schon gespannt, aber du hast ja auch noch deinen Bus, den du vorstellen möchtest, ne? Ja, also später. Ja, ja. Oh! Ja, ja, alles mal gucken, wie du da fährst. Ja, wenn ich den umschmeiße, dann Bus mal. Dann ist alles verloren, also dann solltest du mit YouTube auf jeden Fall aufhören. Alter, guck dir das an. Das Ding ist voll geil. Ich weiß nicht, also das ist eigentlich total simpel gebaut, aber. Na komm, ich will nochmal umkippen. Mann, sonst kippen wir immer mit Fahrzeugen um, ne? Oh, geil, ich bin umgekippt. Ich habe mich noch nie so gefreut, wenn ich umkippe. Das Ding ist cool. Aber bei dem ist es ja auch Lachs, ne? Der fährt ja trotzdem weiter, ne? Ja. Vor allem, ich kann mich immer wieder richtig aufrichten. Komischerweise, der ist richtig gut ausbalanciert. Meiner jetzt auch. Ich kann nicht mal umkippen. Also, wenn du das noch hinkriegst, dann weiß ich auch nicht mehr. Der funktioniert. Yeah. Aber, ich finde seinen cooler. Und das sieht so aus wie nicht gekonnt und nicht gewollt, aber ist ja auch egal. So, was haben wir als nächstes? Nehmen wir dieses schwarze Koloss. Oh, da müssten wir die LT-Mucke einblenden. Hier ist ein Radio an. Das zerstört gerade die ganze Atmosphäre. Aber bei dir. Bei dir nicht? Ja, aber das ist hier bei dem hier drin. Wie kriegen wir den auf? Also hier ist ein Sensor. Ah. Mach mal das scheiß Radio aus.
Ja, ich kann die Klappe drücken. Achso, das ist die Tür. Ha! Ah, super. Drei. Okay. Jetzt lass mich mal mitfahren. Cockpit. Ja, ich muss hier. Danke. Aufstieg, oh, das sieht aber cool aus. Geil. Perfekt zusammengeklappt. Ja. Richtig gutes Zusammenspiel. Ach so, das hat er mir geschrieben, das sind die Warnsignale, wenn die Tür dabei zugeht. Ah, okay. Ne? So wie beim Bus könnte man das nennen, aber hier eben halt beim A-Team Truck. Es sieht aus wie so ein A-Team Truck. Gib Gummi. Aber fahren Sie bitte vorsichtig, sonst kippen wir wieder um. Ich merke das schon, der ist gut gefedert. Alter, du musst aber gleich mal selber fahren. Der fährt sich ziemlich, sag mal, rasant und schnell. Ja, also unhändlich ein bisschen. Kann man ja so sagen. Nee, würde ich jetzt nicht sagen, weil du kommst ziemlich schnell dahin, wo du hin willst, ne? Okay. Wenn du kurz. Oh, du bist aber mutig, du bist aber mutig! Oh. Ah! Oh, ja, das war aber diesmal nicht meine Schuld. Nee, ich hatte hier so ein Leck, ehrlich. Alles gut. Oh, gar kein Problem, alles gefühlt. Kommen wir noch raus? Ich glaube nicht. Mach mal die Jagd! Ja! Dr. Alles, gute Tür! Sowas braucht der Chico, also die Ideenschmiede. Ja. Der braucht eigentlich ein Fahrzeug, was überall Räder hat, dass er immer wieder auf der richtigen Seite landet. So, hier, fahr du mal, ich kann das nicht. Ich will hinten sitzen. Da ist noch eine Tür hinten, hast du da mal reingeguckt? Wo? Ja? Nee, hab ich noch nicht, warte. Oh, ein Klo. Ja, wenn du. Also ich gehe jetzt nicht mit dir aufs Klo, das kommt falsch. Mit einer Glastür. Guck ich mir gleich nochmal an. Zack. Und zack. So, jetzt fährt natürlich der auf. Oh, wir haben noch Türen. Okay, welche Knopf ist das? Ich glaube, eins war das. Ah. Ist aber auch schick, ne? Also, es passt wie Faust aufs Auge. Ja. So, jetzt zeige ich dir mal, ne? Oh, Gott, oh Gott. Also, ich finde den ziemlich rasant dafür, dass es ja so ist, ne? Der ist cool. Der ist echt rasant. Fährt sich wirklich angenehm. Zoom. Gib ihn. Oder ich jump da jetzt mal richtig schön rauf, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Niemals. So. Oh Gott. Warum krieg ich das Ding umgeschmissen und du fährst hier wie eine besenkte Sau? Ja, es passiert nichts. Weil ich der Aufnahmeprobe bin. Ja, ich merke das schon. Ja, kannst mal sehen. Das sind meine Fahrqualitäten. Aber ich kann ja sonst nichts. Türen kann ich nicht bauen. Ich kriege ja sonst nichts geschissen. Was ich auch sehr schick finde, ist das. Ja. Das Gitter, was er hinten. Er hat ja diesen Zaun als Gitter bei dir da reingesetzt. So als Rutschfenster für die Fahrer, weißt du? Ja. Finde ich sehr schick. Das sieht gut aus. Das gefällt mir auch richtig gut. Die Idee ist gezupft. Gezupft. Ja, das ist ja das Gute. Also wir klauen uns immer die Ideen von den Fahrzeugen, die wir hier so begutachten. Und wenn wir dann was finden, was wir selber noch nicht kannten. Wie komme ich hier raus? Du hast den Knopf. Nee, das. Du musst aufstehen und dann musst du den Knopf an der Tür drücken. Kommst du schneller, also weil die andere so einen Timer hat. Ich glaube, die ist gerade verbuggt. Warte. Kann natürlich sein durch die Erschütterung, ne? Ja, natürlich. Also entweder ich mache das so. Heb mich mal hoch. Ja. Da kann er jetzt nichts für, das passiert mal. Also das. Jetzt hab ich auch bin hier auch rumgefahren wie so eine Sau, ne? Guck, jetzt müsste das auch alles wieder gehen. Ja, siehst du? Funktioniert. Cool. Macht Spaß mit dem Ding zu fahren. Aber mein Favorit bisher, ne, ist der hier. Auch wenn der so simpel ist, das macht so Spaß mit diesem Allrad-Buggy hier rumzudüsen. Mit dem noch gar nicht gefahren, muss ich sagen. Das macht voll Bock. Wetten, du kriegst selbst den umgekippt. Also der ist dafür ausgelegt. Oha. Also an die Lenkung muss ich mich noch gewöhnen. Ja. Gib ihn. Also der andere fährt sich aber besser. Der geht geschmeidiger. Selbst. Ich bin so umgekippt, dass ich nicht mehr fahren kann. Weißt du, ich bin mit dem Ding rumgeheizt, ne? Aber du kriegst es natürlich wieder hin. Ich hab's geschafft. Juhu. Ja? Ja. Das Ding ist richtig cool.
Komisch, dass er selbst auf der Seite noch hochspringt. Also ich lag ja jetzt wirklich auf der Seite, so dass die Reifen nicht mehr keine Haftung hatten. Ja, das Ding ist geil. Das ist ein Fahrzeug für dich. Aber ehrlich gesagt, ich finde den da bis jetzt am besten. Von den schwarzen? Ja. Ja, guck mal, aber so haben wir jeder unser Favorit. Der fällt sich wirklich gut. Dann haben wir noch... Das Klappen ist super, weil das so ein cooles Zusammenspiel ist. Mach nochmal auf. Warte, ich habe gerade den Bus aufgenommen. Ah. Wollte ich nochmal nach da oben schieben, weil der... Oh, der ist aber auch massig. Der ist echt massig. Aber die Räder sind sehr klein, ne? Muss man ja mal... sowas habe ich auch in meinem Bus eingebaut. Da verstecke ich dich, wenn du nicht artig bist. Komisch. Ich glaube, das liegt an meinen komischen Konstruktionen, dass es bei mir nachher anfängt zu ruckeln, ne? Weil das ist ja so eine ganz einfache 90-Grad-Tür. Ja, was habe ich dir gesagt? Ja. Bau eine 90-Grad-Tür ein. Nein, das willst du nicht. Ich dachte jetzt knallt sie gegen die Tür, aber das ist so ein kleines Fach nur, okay. Vielleicht musst du mal das Design machen und ich mache die simple Technik bei dir. Guck mal, das muss ich bei mir auch noch einbauen. Ersatzreifen. Das sieht geil aus. Ja. Cool. Daran? Ich geh mal rein. Ich weiß ja nicht, was du machst. Ich geh mal rein. Oh, das finde ich cool hier mit den Klüpfen. Guck mal. So vorne ein bisschen angeschrägt. Das sieht cool aus. Das sieht aus wie so eine richtige Armatur, ne? Ja. Hat schon was. Das sieht gut aus. Auch hier diese Ecke, ne? Im Fahrerbereich. Finde ich ganz schön. Oh, der hat sogar eine Tür. Hat meiner nicht. Oh. Du zitterst. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen drin fest. Also die ganzen Knöpfe sind auch mit dem Fahrerpult bedient. Das heißt, wir haben hier viel Funktion an dem Ding. Ja, und wir haben hier auch schöne Sitze. Und vor allem, die Sitze sind alle gleichmäßig. Also, weißt du, wie ich meine? So von der Breite her sieht das ganz gut aus. Laufplatz ist super. Gefällt mir. Sieht gut aus. Ja, das habe ich bei meinem Bus ja auch. Ich habe da nur ein Kästchen frei. Immer zwischen, also Stuhl, Kästchen, Stuhl. Das reicht vollkommen. Kann man mich noch aufschieben, dann rutscht du mich nach vorne und dann springst du nicht so rum. So, was haben wir hier an Funktionen? Da teste ich doch jetzt mal. Ich weiß, dass er gesagt hat, 7 oder 8. Nee, 9. 9 soll als Signal sein für die Türen, wenn man sie schließt. Jetzt muss ich nur eben testen, wo die Türen sind. Oh! Guck mal, so eine Absenkfunktion. Jo. Ich guck mir das mal von draußen an. Du hast Alarm an und noch Radio, kann das sein? Ich hab keine Ahnung! Wo war denn das? Keine Ahnung, du drückst auch viel zu schnell, glaube ich. Ja, warte. Radio ist aus. So, warte. Oh, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Ein Knopf nach dem nächsten. Also 1. Warte, dann bei 1. Hinten irgendwas, oder? Motorraum. Aha. Okay. Willst du mal die Knöpfe drücken, weil dann kann ich das angucken? Ja. Macht vielleicht Sinn, weil ich bin ja eh nicht so... der Motorraum sieht gut aus. Das war jetzt 1, ja? Ja. Nummer 2. Ist vorne irgendwas, wenn ich das richtig... die Tür. Okay. Die Tür. Von dir. Achso, die. Okay. Was haben wir noch? Haben wir 3. Das ist das Fenster. Alter Verwalter. Ein ganz schöner Ausschwanker mit dem Arm da. Oder? Das ist aber ein Riesenausschwanker. Aber es ist leckfrei. Ja, wir können uns davon mal eine Scheibe abschneiden, so rum. Ja. Was haben wir noch? Nummer 3? Das war Nummer 3. Oder 4? Ja. Achso, Nummer 4? Oh, das ist schon geil, warte mal. Guck mal, ich kann hier so einsteigen. Zack. Stimmt. Das ist cool. Das geht richtig gut. Zack, und dann komme ich hinten auch wieder raus. Senk mal an. Ja, super. Die alten Männer. Funktioniert. Echt cool. So. Jetzt sehe ich den ganzen Tag hoch und runter fahren. Oh, da haben wir schon Nummer 5, das ist die erste Tür. Jo. Nummer 6, die zweite Tür. Nummer 7 ist Radio. Ne, merke 7, Radio. 7, Radio. Und Nummer 8 ist das Warnsignal. Oder? Okay. Dann die 9. Okay, und jetzt müsstest du die Türen dann damit aufmachen. So hat er das nämlich gesagt. Ja, guck. Cool. Düt. Das sieht gut aus.
Nicht schlecht, Herr Specht. Also die Armatur, die gefällt mir richtig schön mit der Anschrägung hier. Ja, kann ich sagen. Das ist so ein Highlight, das finde ich cool. Das macht gleich was her, ne? Mhm. Nimmt ein bisschen aber so ich mache die Tür auf, aber... dann kann ich mir das mal angucken, richtig? Oh, das sieht gut aus. Aber das ist doppelt angeschrägt, ne? Ja, oder? Guckst, ja. Da, wo die Knöpfe sind, das hat auch noch eine Schräge. Das ist richtig schick. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Man braucht wir sind ja noch gar nicht gefahren. Ach so, stimmt. Aber ich glaube, du wirst hier Probleme haben, hier runterzukommen, weil er so lang ist und die ja. Ist so steil, weißt du? Ich glaube, du bist jetzt. Warte. Mit Vollkaracho. Tür zu. Ach so. Welche Knöpfe waren das nochmal? Von 6, glaube ich. Ja. Mit Vollkaracho. Gib ihn! Alter! Bam! Da ist aber gesprungen. Ja. Sie haben noch Kofferraum auf. Das macht man heutzutage so. Oha. Ja, ist halt kein Geländebus, ne? Das ist kein Geländebus. Also das ist eindeutig kein Geländebus. Aber für das er so kleine Räder hat, fährt er erstaunlich gut hier. Also klar, ich würde da jetzt nicht mal hochkommen, das ist logisch. Ja, kleine Räder drunter, ne? Ja, richtig kleine Dinger. Ja, sehe ich jetzt auch gerade. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Nicht schlecht. Achso, ich sag das auch nochmal. Wie gesagt, das ist hier von Dr. Alles. Oh, ich habe ihn aufgesetzt. Ich helfe. Ach, nö, ist gar kein Problem. Ich helfe. Ich helfe. So, ich habe ihn aufgesetzt. Aber das Projekt ist hier von Dr. Alles. Ich weiß gar nicht, wie alt der junge Mann ist. Ja, aber gut gemacht, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn ihr mir was einschickt, dann schreibt doch auch mal dazu, wie alt ihr seid, damit ich so ein paar Eckdaten habe, die ich dann den Zuschauern sagen kann. Und dann wissen die das auch, ne? Das macht immer so einen Eindruck von jemandem, wer was baut. Mein Adlerauge erblickt da hinten noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob das Steine sind. Das soll ein Prototyp sein, soweit ich weiß. Also der Anfang eines neuen Reisebusses, ne? Ah, ich glaube schon. Wollen wir schon mal luschern? Also, ich weiß nicht, dürfen wir? Ich kann da jetzt einfach... Keine Ahnung. Ich bin einfach nur neugierig, deswegen... Oh! Das ist aber auch ein Koloss hier, ne? Der wird ein bisschen... Das der wird ein bisschen größer. Oh. Ein bisschen? Der ist gewaltig größer, der ist vierer... Also, der hat jeweils zwei Sitze auf jeden Fall. Alter! Hammer! Der ist echt groß. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Da werde ich bestimmt noch einen neuen Safe-Gap zum bekommen. Aber man sieht halt, dass es noch wirklich ein Prototyp ist, ne? Alles noch relativ einfach gehalten. Ich denke mal, da wird noch was kommen. Oh, es geht aber schon was. Ja. Mach nochmal. Eine Doppeltür, ne? Ja. Ja. Gut, da ist auch eine Menge Platz, ne? Aha. Also ich bin gespannt. Der hat noch nicht. Nee, das war's. Nur die Türfunktion. Okay, da kommt bestimmt noch was. Bin ich fest überzeugt. Ja, er hat ja auch noch keine Reifen und so, ne? Richtig. Joa, ich glaube, wir haben alles, oder? Außer wir finden hier noch eine geheime Basis, was ich nicht glaube. Ich guck nochmal. Ich sehe jetzt auch nichts mehr in der Ferne. Nee. Da hinten ist schon Zaun. Ja. Aber war ja auch schon eine Menge, ne? Ja. Also für das, was hier, boah, waren jetzt genügend Fahrzeuge, genügend Abwechslung. Aber ich bleib bei meinem Favoriten, da hat sich nichts geändert. Der Schwarze? Ja, ich bin den Bus zwar nicht gefahren, aber ich fand das Feeling von dem so gut. Der ist auch gut. Nicht verkehrt. Vor allem die Türfunktion ist geil, muss man ja mal sagen, ne? Der Bus, der ist nicht schlecht, also ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Ist halt schade, dass hier so alles hügelig ist, ne? Man kann den hier nicht wirklich fahren. Man müsste dann hinten beim Sand oder so fahren, sage ich mal. Oder man baut extra Straßen, aber das zieht nachher wieder die Performance. Richtig, oder man baut Straßen. Was das schwarze Teil ist, das würde ich gerne wissen. Aha. Oh, aha, aha, oh. Wir haben einen. Ja. Achso, du bist ja schon da? Achso. Nee, warte, ich komme zu dir. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Den hatten wir noch nicht. Alter. Wow. Der hat aber auch einen Anzug, ne? Alter, obwohl der so schwer ist. Ja, der besteht nur aus Eisen. Guck mal, ich mach einen Willy. Ey, das macht Spaß. Alter, der rast hier rüber. Alter, der hat eine Lenkung von 4 Rädern. Aber scheint zu funktionieren. Übelst.
Boah, ich glaube, das wird mein Favorit. Weißt du, der macht immer so really. Heißt das really? Ich glaube schon, ne? Auf den Hinterräder fahren, meinst du? Ja, ja, genau. Ich komme mal wieder zurück. Ja, ich schau mal. Alter! Oh, den musst du auch mal fahren. Moment. Oh. Alter, das ist voll das Ungetüm. Ja, das scheint jetzt natürlich alles gewesen zu sein. Wir wollen ja auch nichts unterschlagen, ne? Ja, ja, man. Meistens ist ja so, man baut irgendwo, weißt du, und dann wechselt man nachher die Position, baut da weiter. Und ein bisschen später entdeckt man das dann halt wieder oder so, ne? Das kann ja hier genauso passieren. Richtig. Alter, kommt überall hoch. Zack. Das war auch ein Ungetüm. Richtig. Oha, also echt ein Anzug. Oder? Ey, für dass der so schwer ist, unglaublich. Dafür, dass er aus Eisenklötzen besteht, auf jeden Fall. Tschüss. Ja, also ich denke, du hast deinen Spaß. Damit war es das eigentlich auch von dieser Folge, würde ich sagen. Danke für die Einsendung, Dr. Alles. Und wir sehen uns wieder zu einer weiteren Folge Scrap Mechanic Fan Creation. Willst du dich auch verabschieden? Na, immer doch. Bis zum nächsten Mal. Für alle, genau, für alle, die nicht wissen, wer das war die Ideenspiele. Könnt mal seinen Kanal besuchen. Super, der baut auch so Klötze. Ciao. Und tschüss.